Ich werde oft gefragt, warum ich analog fotografiere, wenn ich doch eine super Kamera in meiner Hosentasche habe. Ich meine, ich kann mein iPhone einfach zücken und innerhalb von Sekunden ein unglaublich geiles Foto schießen. Geht's mir beim Analog um den Look? Geht's mir darum, einzigartig zu sein und mich von der Masse abzuheben? Kann sein. Es geht mir aber hauptsächlich um den Prozess. Wir leben in einer Zeit, in der man immer alles sofort haben will, aber auch sofort haben kann. Will man sich ein Auto mieten, holt man sich ein Car2Go, braucht man ein Bankkonto, kann man das innerhalb von 5 Minuten in der App machen. Will man ein super geiles Foto schießen, zückt man sein Handy und 1000 Prozesse im Hintergrund errechnen die ideale Belichtung, den Kontrast, machen den Hintergrund unscharf. Und sowas gibt's bei Analog einfach nicht. Man belichtet auf Film. Die meisten Kameras haben höchstens ein Belichtungsmesser zur Hilfe. Alles andere muss man manuell einstellen. Und klar, man verhaut gefühlt jedes zweite Bild, aber für mich hat das alles einen super entschleunigenden Effekt. Ich lege mehr Wert auf jedes einzelne Foto, weil ich weiß, dass es Geld kostet. Und ich denke auch, dass man durch Analogfotografie erst so richtig lernt, gut zu fotografieren. Man kann halt nicht einfach darauf vertrauen, im Nachgang in der Software die Farben irgendwie noch hochzudrücken oder anzupassen, sodass das Bild irgendwie interessant wirkt. Nein, man muss es halt alles schon wirklich beim Fotografieren beachten. Es macht außerdem auch einfach Spaß, mit verschiedenen Filmen und verschiedenen Kameras herum zu experimentieren und einfach die Limits des Films auszureizen. Hat man dann eine Rolle verschossen, muss man die von einem Fotolabor entwickeln lassen. Der jagt die dann durch 5 verschiedene Chemikalien, das dauert bis zu einer Woche. Aber dann kann man seine Filmstreifen in der Hand halten, wo ich denke, dass es auch schon einen echt hohen Charme hat, und dann eben einscannen. Ich kann es jedem nur empfehlen, seinen Vater oder seinen Opa oder seine Oma, seine Tante nach einer alten Kamera zu fragen und einfach mal anzufangen, analog zu fotografieren. Weil Film ist nicht tot und Film wird auch lange nicht aussterben.